teacher in my class. It was a business plan. The book is still missing. Weißt du, was Sokrates, Alexander der Große, Platon, Aristoteles, Leonardo da Vinci und Marcus Aurelius gemeinsam hatten? Etwas, das über ihre offensichtliche Genialität hinausging. Nun, wenn du wie die meisten Menschen bist, wirst du wahrscheinlich etwas in der Art sagen, sie waren alle historische Persönlichkeiten, die alle Großes geleistet haben, was ja auch stimmt. Oder vielleicht sagst du, sie sind alle schon lange tot. Auch das ist richtig. Aber da ist noch etwas anderes. Obwohl sie alle vor Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren gelebt haben, ist das Leben jedes einzelnen dieser Menschen in einigen wenigen alten Schriften dokumentiert, die entweder von ihnen selbst oder ihren Anhängern verfasst wurden. Und in diesen Schriften hinterließen sie alle eines der größten Geschenke, die man sich vorstellen kann. Während meiner Nachforschungen, als ich diese alten Schriften studierte, versuchte ich herauszufinden, was die wahren geheimen Ursprünge der Bildung sind und welche Formel sie damals benutzten, um so viele Geister zu erschaffen. Ich meine, Köpfe, an die man sich noch heute erinnert. Ich bin über etwas gestolpert. Mir fiel auf, dass jeder einzelne dieser Männer fünf ganz bestimmte Prinzipien vertrat, die sie zu den großen Persönlichkeiten machten. Prinzipien, die damals einigermaßen üblich waren, die aber irgendwann verloren gingen. Und heute kennen sie weniger als 1% der Bevölkerung. Und aus einem ganz bestimmten Grund versucht die Konditionierungsfabrik, dich davon abzuhalten, diese herauszufinden. Denn sie weiß, dass diejenigen, die diese fünf verlorenen Eigenschaften besitzen, sich von ihrer sozialen Konditionierung lösen und nicht länger ein Produkt des Systems sein werden. Und das wollen sie natürlich um jeden Preis vermeiden. Aber die Wahrheit liegt in diesen alten Schriften begraben. Und mein Ziel mit dieser Präsentation ist es, diese fünf verlorenen Prinzipien zu retten, die einst die Grundlage für die größten Durchbrüche waren, die die Menschheit je erlebt hat. Und das ist es, was ich euch jetzt geben werde. Gehen wir zurück zu dem Krieg, der durch die Hinrichtung von Sokrates in Gang gesetzt wurde. Obwohl der Konflikt womöglich nicht immer bewusst wahrgenommen wird, sind seine Auswirkungen oft sichtbar. Die kleinen Kämpfe, die wir täglich in uns selbst und mit anderen austragen. Lass mich dir erklären, was ich genau damit meine. Ich werde dir ein Beispiel geben. Ist dir aufgefallen, dass es in letzter Zeit immer schwieriger wird, eine Meinungsvielfalt zu haben? Wenn man heute sagt, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, wird man als Sexist oder intolerant abgestempelt. Und wenn man sagt, dass wir uns um alle Menschen unabhängig von ihrer Rasse kümmern sollten, dann ist man irgendwie ein Rassist. Der Kampf um die Vielfalt hat dazu geführt, dass wir keine Meinungsvielfalt mehr haben. Und der Kampf für Demokratie hat dazu geführt, dass wir die Redefreiheit und die offene Debatte unterdrücken. Und der Kampf für Integration hat diese Cancel Culture geschaffen, bei der bestimmte Ansichten einfach ausgeschlossen werden. Und ich bin sicher, dass auch du dies fast täglich selbst erlebt hast. Und auch du hast dich wahrscheinlich gefragt, wie es zu diesem Punkt kommen konnte. Nun, es stellt sich heraus, dass sie seit einigen Jahrzehnten den Boden dafür bereitet haben. Aber bevor ich das näher erläutern kann, musst du zuerst verstehen, dass all diese Kämpfe ein Symptom für einen viel größeren Krieg sind, der hinter den Kulissen stattfindet. Worum geht es also in diesem Krieg? Es ist ein Krieg gegen die Wahrheit. Und ihr Ziel? Die Zivilisation in die vierte Stufe der Konditionierung zu treiben, wo sie vollständig kontrollieren, was Wahrheit ist. Aber was bedeutet das überhaupt? Krieg gegen die Wahrheit. Kontrolle der Wahrheit. Was bedeutet das in der Praxis? Nun, um das zu verstehen, müssen wir zunächst in der Zeit zurückgehen. Zurück zu den wirklichen Ursprüngen der Bildung, nicht der Bildung, wie wir sie heute kennen. Ich spreche von echter Bildung.
Die Bildung, die für die größten Außenseiter verantwortlich war, die ich zu Beginn dieses Videos erwähnt habe, wie Sokrates, Leonardo da Vinci, Alexander der Große und viele andere. Dies ist der wahre Ursprung der Bildung. Es begann alles im antiken Griechenland. In der Antike war die Herangehensweise an Bildung ganz anders als heute. Die Griechen haben sich einen Namen in der Geschichte gemacht, indem sie die Grundlagen für das schufen, was später an den westlichen Universitäten ein ganzes Jahrtausend lang gelehrt wurde, bis zur Renaissance um 1300 herum. Und alles basierte auf einem einzigen Prinzip: der Suche nach der Wahrheit. Sie glaubten, dass Freiheit und Wahrheit die höchsten Ziele sind, die ein Individuum anstreben kann. Und damit der Einzelne diese Freiheiten verfolgen konnte, musste er ein kritischer Geist sein. Das heißt, sie mussten in der Lage sein, die Welt um sie herum zu analysieren und zu einem klaren Verständnis dessen zu gelangen, was die Wahrheit wirklich ist. Und sie hatten sogar eine lateinische Redewendung, die bis heute populär ist, um diese Suche nach Wahrheit zu beschreiben. Quid est veritas? Was so viel heißt wie: Was ist Wahrheit? Warum ist das nun so wichtig? Warum war das Streben nach Wahrheit für die alten Griechen ein so grundlegendes Konzept? Denk einmal darüber nach. Richtig und falsch, gut und böse, deine Werte, deine Ziele, deine Kultur. All das ist in deinem Verständnis von Wahrheit verankert. Was du für richtig hältst, hält eine andere Person für falsch. Und warum? Weil ihre Interpretation der Wahrheit unterschiedlich ist. Und infolgedessen sind auch deine Schlussfolgerungen über die Welt um dich herum unterschiedlich. Deine Überzeugungen sind also unterschiedlich und damit auch deine Werte, was wiederum eine Reihe von interessanten Fragen aufwirft. Wie kannst du zum Beispiel feststellen, wer recht hat, du oder die andere Person, die eine gegenteilige Meinung vertritt? Wie erkennt man, welche Wahrheit die tatsächliche Wahrheit ist? Wie weiß man, dass die eigene Wahrheit den Tatsachen entspricht? Hast du jemals darüber nachgedacht, warum du die Dinge glaubst, die du glaubst, und warum du sie als Wahrheit ansiehst? Gibt es logische Gründe, die sich auf kalte, harte Fakten stützen, die deine Ansicht darüber, was die Wahrheit ist, unterstützen? Und das sind Fragen, die du dir wahrscheinlich nur selten stellst. Und dafür gibt es einen Grund, denn so gelangt man zur Wahrheit. Und diejenigen, die über dir stehen, wollen nicht, dass du die Wahrheit kennst. Sie wollen, dass du ein Produkt des Systems bist, jemand, der tut, was man ihm sagt und sonst nichts. Und damit du das tun kannst, darfst du die tatsächliche Wahrheit nicht herausfinden. Denn wenn du sie kennen würdest, würdest du nicht tun, was sie dir sagen. Du würdest sie in Frage stellen. Du würdest dich nicht fügen. Du würdest andere Wege einschlagen. Unterm Strich wollen sie also nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Und genau auf diese Weise halten sie dich indoktriniert, ein Produkt des Systems. Wenn du also zum ersten Mal in deinem Leben wirklich die Wahrheit erfahren und einen Blick darauf werfen willst, wie der Weg in die Freiheit und nicht in die Indoktrination aussieht, dann hör genau zu. Ich werde dir keinen Blick hinter die Kulissen gewähren. Stattdessen werden wir einen Blick auf alte Texte werfen, denn was ich dir gerade gezeigt habe, ist das erste von fünf Prinzipien, die in den alten Schriften verborgen sind, die vor Jahrzehnten und Jahrhunderten von den größten Denkern geschrieben wurden, die diese Welt betreten haben. Was ich dir jetzt zeigen werde, sind die anderen vier Prinzipien, die einige der klügsten und erfolgreichsten Menschen in der Geschichte der Menschheit hervorgebracht haben. Menschen, die außerhalb des traditionellen Rahmens oder des formalen Weges, den sie nach den Normen des Establishments einschlagen sollten, erfolgreich waren. Und deshalb nenne ich sie die Außenseiter, weil sie in der Lage waren, alle sozialen Konditionierungen zu überwinden. Sie waren von der Konditionierungsfabrik gefüttert worden und konnten außerhalb des Systems erfolgreich sein. Sie waren in der Lage, ihren eigenen Weg in einer Welt zu gehen, die alles tat, um sie in Schach zu halten. Und es kostete einige von ihnen sogar das Leben. Wie Sokrates waren diese Männer unerbittlich in ihrem Streben nach Freiheit. Und wenn du ihre Prinzipien übernimmst, kannst du es auch sein. Indem du zum Außenseiter wirst, kannst du dir etwas erschließen, was heute weniger als 1% der Weltbevölkerung hat: finanzielle Mittel, Ort und Zeit für dich. Und wenn du diese fünf vergessenen Prinzipien kombinierst, wirst auch du in der Lage sein, ein Außenseiter zu werden.
Das erste Prinzip des Außenseiters lautet also, du musst herausfinden, was Wahrheit für dich bedeutet. Oder anders ausgedrückt, du musst herausfinden, an welcher Wahrheit du dich orientieren willst. Denn die Wahrheit, für die du dich entscheidest, wird deinen Erfolg bestimmen. Wenn du dich entscheidest zu glauben, dass du zum Scheitern verurteilt bist, wenn das deine Wahrheit ist, dann wirst du es auch sein. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Deshalb ist es so wichtig herauszufinden, an welcher Wahrheit du dich orientieren willst, was Wahrheit für dich tatsächlich bedeutet. Das antike Griechenland hat sich nicht nur deshalb einen Namen in der Geschichte gemacht, weil es eine der ersten Zivilisationen war, die sich mit der Idee der Wahrheit beschäftigte, sondern auch, weil es eine Methode dafür entwickelte. Der Wahrheit auf die Spur zu kommen, ist selten einfach. Vor allem, weil die Wahrheit ein so loses Konzept sein kann. Schließlich können zwei Menschen genau dieselbe Situation auf zwei sehr unterschiedliche Arten erzählen. Ist nun die eine wahrer als die andere? Oder ist überhaupt eine der beiden Erzählungen wahr? Der erste Mensch, der wirklich eine Methode entwickelte, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, war unser Freund Sokrates. Und das wirklich Interessante an seinem Charakter ist, dass er wirklich an seine eigene Unwissenheit glaubte. Genau so hat er eine Methode entwickelt, um herauszufinden, was Wahrheit bedeutet. Und wie? Er ging buchstäblich durch die Straßen von Athen und unterhielt sich mit Menschen aus allen Bereichen des Lebens. Ich spreche von Handwerkern, Händlern, Dichtern, Politikern, jungen Athenern. Und alles, was er tat, war, ihnen Fragen zu stellen. Fragen über ihre Überzeugungen, ihre Philosophien und woher ihre Überzeugungen kamen. Im Grunde versuchte er, anderen dabei zu helfen, ihre eigene Unwissenheit zu erkennen, was der erste Schritt zur Weisheit ist. Er glaubte nämlich, dass man der Wahrheit näher kommen kann, wenn man seine Überzeugungen kritisch hinterfragt und prüft. Er behauptete, selbst keine Weisheit zu besitzen und beschrieb seine Rolle oft als die einer Hebamme, die anderen hilft, ihr eigenes Verständnis zu gebären. Mit zunehmendem Alter machte sich Sokrates durch seine Methode und sein beharrliches Infragestellen der Werte Athens und einflussreicher Persönlichkeiten viele Feinde. Und diese Reihe von Fragen war es, die als sokratische Methode bekannt wurde. Diese Methode ermöglicht es dir, zu den wahren Grundlagen deiner Überzeugungen über ein Thema vorzudringen. Möchtest du wissen, wie die Methode in der Praxis aussieht? Nun, das weißt du bereits. Denke einfach an die Reihe von Fragen zurück, die ich dir vor ein paar Minuten gestellt habe. Die Fragen über die gegensätzlichen Interpretationen von Wahrheiten. Das ist die sokratische Methode, genau dieselbe, die wir in der ersten Episode verwendet haben. Ich habe dir die sokratische Methode bereits in der Praxis beigebracht, ohne dass du es überhaupt wusstest. Und ich verrate dir etwas, das wahrscheinlich mehr ist, als das moderne Bildungssystem dir je darüber beigebracht hat, wie man wirklich ein kritischer Denker wird. Die Frage, warum man etwas glaubt, bis man wirklich zu den Wurzeln seiner Überzeugungen vordringt. Und das zweite Prinzip des Außenseiters besteht darin, deine derzeitigen Überzeugungen zu bewerten und herauszufinden, woher deine limitierenden Überzeugungen kommen. Erinnere dich daran, was ich dir in Folge 1 gesagt habe. Es spielt keine Rolle, wie hart du arbeitest oder wie viele verschiedene neue Unternehmungen du versuchst. Du wirst immer wieder scheitern, bis du die Konditionierung auflöst, die dich zu einem Produkt des Systems macht. Und erst, wenn du das alles auflöst, kannst du wirklich erfolgreich sein. Und das ist genau das, worauf wir hier hinaus wollen. Damit du also deine derzeitigen Überzeugungen bewerten und wirklich verstehen kannst, woher sie kommen, gehe einfach den gleichen Frageprozess durch, indem du die sokratische Methode anwendest. Frage dich, welche einschränkenden Glaubenssätze du derzeit hast, die dich bremsen. Vielleicht denkst du, dass du außerhalb des Systems keinen Erfolg haben kannst. Vielleicht denkst du, dass es niemand kann. Oder vielleicht glaubst du, dass du ein geheimes Wissen brauchst, um den Erfolg zu finden. Denk einmal darüber nach. Warum glaubst du so etwas? Liegt es daran, dass du gründlich recherchiert und über das Thema nachgedacht hast, um zu diesem Schluss zu kommen? Oder liegt es vielleicht daran, dass du darauf konditioniert wurdest, es zu glauben? Sei es von deinen Eltern, deinen Lehrern oder sogar von deinen Freunden. Dann stelle immer mehr Fragen, bis du deinen Überzeugungen auf den Grund gehst, um herauszufinden, ob sie auf Wahrheit oder auf Konditionierung beruhen. Hat diese Abfolge von Fragen zu irgendwelchen Schlussfolgerungen geführt? Haben sich dadurch deine Überzeugungen geändert?
Hast du etwas Neues erkannt? Hat sich etwas verändert oder ist alles beim Alten geblieben? Nur durch diesen Prozess wirst du in der Lage sein, deine limitierenden Glaubenssätze wirklich zu identifizieren, die ein Ergebnis all der Konditionierungen sind, mit denen das System dich dein ganzes Leben lang gefüttert hat. Und erst wenn du diese grundlegenden limitierenden Überzeugungen identifiziert hast, kannst du sie endgültig loswerden, sodass du endlich bereit bist, Erfolg zu haben. Dies ist die sokratische Methode, um zur Wahrheit zu gelangen. Willst du wissen, was das Interessanteste an all dem ist? Damals hat Sokrates die Vernunft benutzt, um zu entdecken und zu verstehen, wie die Welt funktioniert und wie man zur Wahrheit kommt. Wie du bereits weißt, wurde Sokrates hingerichtet. Und seine Hinrichtung wird oft als schwarzer Fleck auf der athenischen Demokratie zitiert und als Fallstudie für die Tyrannei des Staates gegenüber denjenigen verwendet, die es wagten, ihn herauszufordern. Weshalb wurde er nun hingerichtet? Verderbnis der Jugend. Angeblich hatte er die jungen Männer Athens dazu gebracht, traditionelle Werte und Überzeugungen in Frage zu stellen und zu hinterfragen. Ich meine, was ist das für ein Verbrechen? Seine Methode, alles in Frage zu stellen, auch die Grundlagen der athenischen Traditionen und Überzeugungen. Das hat viele der führenden Köpfe und Denker der Stadt irritiert. Er stellte alles und jeden in Frage und einige der berühmtesten Auseinandersetzungen fanden mit den führenden politischen Persönlichkeiten seiner Zeit statt. Indem Sokrates die Positionen einflussreicher Persönlichkeiten in Frage stellte, brachte er oft ans Licht, dass diese die Tugenden, die sie für sich reklamierten, bei näherer Betrachtung nicht hinreichend definieren oder verstehen konnten. Und wie du inzwischen weißt, ist es das Letzte, was die Herrschenden wollen, dass du die traditionellen Werte und Überzeugungen in Frage stellst. Geschweige denn, eine ganze Generation junger Menschen dazu zu ermutigen, dasselbe zu tun. Und mit der Hinrichtung von Sokrates begann der Krieg, der bis heute geführt wird, der Krieg gegen die Wahrheit. Was ich also jetzt tun möchte, ist genau das, was Sokrates damals tat, um die Millionen von Menschen, die diese Sendung verfolgen, zu ermutigen. Ich möchte, dass ihr alles hinterfragt, denn genau das Gleiche passiert heute. Menschen, die die jungen Generationen ermutigen, selbst zu denken und zu fragen, warum bestimmte traditionelle Systeme und Institutionen so funktionieren, wie sie es tun. And it is our duty to fight against it. So now, it's your turn to question. Christi, wie du weißt, fand in diesem Jahr einer der wichtigsten Tage im Krieg gegen die Wahrheit statt. Sokrates wird der Prozess gemacht. Ich meine, sein Prozess ist bis heute eines der berühmtesten Gerichtsurteile der Geschichte. Der Prozess fand auf einem großen Hügel unter freiem Himmel statt. Die Pnyx, in Anwesenheit einer Jury, die sich aus 500 männlichen Bürgern zusammensetzte, sowie Hunderten von Bürgern, die als Zuschauer anwesend waren. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass unter den Anwesenden Platon dabei war. Platon war zu diesem Zeitpunkt fast 10 Jahre lang ein Schüler von Sokrates. Er wurde durch Sokrates in die Welt der Philosophie eingeführt und wurde von seiner Methode des Fragens tief beeinflusst. Sokrates war sein Mentor und das war der Tag, an dem Platons Welt zusammenbrach. Ich meine, stell dir das mal vor. Platon stand da und sah, wie sein Mentor selbst im Angesicht des Todes an dem festhielt, woran er glaubte. Und das alles nur, weil Sokrates die Athener aufgefordert hatte, kritisch über ihre Überzeugungen und Werte nachzudenken. Platon war verständlicherweise tief betroffen von der Entscheidung der Athener und der Demokratie, seinen Mentor zu töten. Alles, was er an Athen und seinem politischen System bewunderte, wurde an diesem Tag ebenfalls vernichtet, was ihn dazu brachte, etwas zu tun, das die Welt, wie wir sie kennen, für immer veränderte. Das war zwar das Ende von Sokrates, aber auch der Beginn von etwas viel Größerem.
nach der traumatischen Erfahrung mit ansehen zu müssen, wie sein geliebter Mentor zum Tode verurteilt wurde, begann Platon, seine Ideen über das Wesen der Ungerechtigkeit, die Rolle des Einzelnen im Staat und die Idee des Guten zu entwickeln. Er beschäftigte sich eingehend mit Physik, Ethik, Psychologie und Pädagogik. Dies führte ihn schließlich zu etwas, woran man sich noch heute erinnert. Die Gründung der Akademie in Athen, die später als erste Universität der westlichen Welt gelten wird. Und dies war der eigentliche Ursprung des Bildungssystems. Und ich würde sagen, das war der Auslöser für den Kampf um die Wahrheit. Das Wichtigste dabei ist, wie sich das ursprüngliche Bildungssystem von dem heutigen unterscheidet. Denn es gab kein Bildungssystem, das von der Regierung kam. Es war ein Bildungssystem, das von den Menschen ausging. Es entstand aus der Frustration der Menschen über das System. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum das so wichtig ist. Weil es auf die Interessen der Menschen ausgerichtet war und nicht auf die Interessen der Regierung. Und deshalb war es ihr Ziel, die Menschen dazu zu bringen, der Wahrheit nachzugehen, damit sie selbst zu Außenseitern werden und Freiheit außerhalb des Systems erlangen konnten. Vergleichen Sie das mit dem preußischen Schulsystem aus dem Jahr 1700, das wir auch heute noch praktizieren. Wie in der ersten Folge zu sehen war, wird das Bildungswesen von der Regierung geleitet. Und wenn sie von der Regierung geleitet wird, wessen Interessen hat sie dann im Sinn? Deine Interessen oder ihre Interessen? Mit diesem Paradigmenwechsel verschoben sich auch die Herrschaftsverhältnisse im Bildungsbereich zugunsten derer, die gesellschaftlichen Einfluss ausübten. Und heute wird das gesamte Bildungswesen von der Regierung geleitet, selbst private Einrichtungen. Diese müssen immer noch einen strengen Lehrplan befolgen, der von der Regierung vorgegeben wird. Auf diese Weise wird die Illusion geschaffen, dass du die Wahl hast. Oh, Sie können diesen Kurs oder diese Universität oder diesen Abschluss wählen. Auf diese Weise tricksen sie dich aus. Denn wenn die Ausbildung von der Regierung kommt, sind das alles verschiedene Wege, die zum selben Ziel führen. Nämlich, dass du ein Produkt des Systems wirst. Und deshalb haben wir uns davon abgewendet, dass Bildung auf der Suche nach der Wahrheit beruht. Denn sie wollen nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Hast du jemals das Sprichwort gehört, dass sich die Geschichte wiederholt? Nun, es hat sich herausgestellt, dass auch Platon ein Mentor für einen anderen sehr klugen Kopf der Menschheit wurde, von dem du wahrscheinlich auch schon gehört hast. Sein Name war Aristoteles. Und auch Aristoteles gründete seine eigene Schule, das Lykeion. Und es ist interessant, dass die Suche nach der Wahrheit so tief in den Wurzeln ihrer Grundwerte verwurzelt war, dass jede Generation ihre eigene Version der Wahrheit schuf. Es begann mit Sokrates und seinem Konzept, dass er nichts wusste. Und dann tauchte Platon tiefer in die Metaphysik ein, die er für seine Wahrheit hielt und die von den ursprünglichen Ideen seines Mentors abwich. Er glaubte, dass wahres Wissen nur durch Vernunft und Verstand erfasst werden kann und dass die wahre Wirklichkeit im Reich der Ideen liegt, die jenseits der physischen Welt existiert. Aristoteles hingegen glaubte, dass das Wissen von der materiellen Welt ausgeht, und er legte den Schwerpunkt auf Beobachtung, Klassifizierung und Analyse, womit er den Grundstein für empirische Forschung und die wissenschaftliche Methode legte. Und nun spulen wir ein paar Jahre vor und kommen zum Jahr 334 vor Christi. Aristoteles war nun einer der angesehensten Intellektuellen seiner Zeit. Und er erhielt eine Einladung. König Philipp, der Zweite von Mazedonien, wollte, dass Aristoteles Mentor seines Sohnes wird, von dem du wahrscheinlich auch schon gehört hast. Jemand, der später, in seinen 20ern, mehr Städte, mehr Länder und mehr Gebiete eroberte als jeder andere Mann oder jede Armee vor ihm. Sein Name war Alexander, aber vermutlich kennst du ihn als Alexander den Großen. Damals hatte König Philipp II. Die Wahl, seinen Sohn auf eine Schule in Mazedonien zu schicken. Warum also entschied er sich dafür, stattdessen jemanden zum Mentor seines Sohnes zu ernennen? Weil er dem zukünftigen Thronfolger eine Eliteausbildung bieten wollte.
Und er wusste, dass er dies am besten erreichen konnte, indem er eine erfolgreiche, renommierte Persönlichkeit als Mentor für seinen Sohn engagierte. Ich habe dir die ganze Geschichte erzählt, um zu diesem Punkt zu kommen, der lautet: Siehst du hier einen Trend? Sokrates, Platon, Aristoteles, Alexander der Große, ist dir hier etwas aufgefallen? Hatten sie etwas gemeinsam? Nun, zum einen waren sie alle unabhängige, kritische Denker. Trotz des starken Einflusses ihrer Mentoren wichen sie alle von den ursprünglichen Philosophien ab, die ihnen beigebracht wurden. Und warum ist das so? Weil sie gelehrt wurden, zuerst kritisch zu denken. Sie stellten die Suche nach ihrer eigenen Wahrheit über alles andere. Und das ist, wie du weißt, das erste Prinzip des Außenseiters. Zweitens, ich meine, hast du dich jemals gefragt, wie es kommt, dass es damals so viele Genies und unglaubliche Menschen gab? Und warum ist das heute nicht mehr der Fall? Das liegt daran, dass sie sich alle gegenseitig gefördert haben. Es ist nicht so, dass sie von selbst groß geworden sind. Sie hatten alle einen großen Verstand. Sie lehrten sie die Methoden und schmiedeten ihre Geisteskraft. Es ist ganz einfach. Großartigkeit schafft Großartigkeit. Ich meine, die Geschichte ist sehr verwirrend. Wenn man all diese Namen hört, denkt man, oh je, das waren damals alles Genies. Man denkt, dass sie alle unabhängig voneinander waren, aber nein, sie waren alle eng miteinander verbunden. Ich meine, sie haben alle voneinander gelernt. Es ist nicht so, dass diese Genies, diese Außenseiter, einfach so aus dem Nichts entstanden sind. Sie wurden zum Teil von denjenigen geschaffen, die sie gefördert haben. Damals funktionierte die Erziehung so, dass man als Vater die Erziehung seines Kindes einem Mentor anvertraute, den man persönlich für weise hielt. Und dieser Mentor lehrte die Kinder das, was er für wichtig hielt, damit sie selbst weise Bürger und kritische Denker wurden. Auch nach der Eroberung Griechenlands durch die Römer beschäftigten wohlhabende römische Familien immer noch gebildete griechische Intellektuelle als Mentoren für ihre Kinder. Warum sollten sie ihre eigenen Kriegsfeinde als Mentoren für ihre Kinder einsetzen? Weil sie wussten, dass ein erfolgreicher Mentor nicht nur einer der Wege zum Erfolg eines Kindes ist, sondern der einzige. Und dies ist das dritte Prinzip des Außenseiters. Nimm dir einen Mentor, denn die Geschichte zeigt uns, dass dies der beste Weg ist, um im Leben Erfolg zu haben. Und deshalb hatte jeder einzelne der Außenseiter, die ich in diesem Video erwähnt habe, einen Mentor. Letzten Endes wollen wir alle das Gleiche: Freiheit und die Möglichkeit zu tun, was wir wollen, mit wem wir wollen. Für dich könnte das bedeuten, dass du eines Tages aufwachst und alle deine besten Freunde zu einer Überraschungsreise in die Schweizer Alpen in dein gemütliches Chalet einlädst, um eine Woche lang Ski zu fahren. Oder du möchtest die Welt dein Zuhause nennen und alle paar Monate den Ort wechseln. Ein sehr ruhiges Haus mit japanischem Zen-Garten in Kyoto, ein schickes Apartment in der New Yorker Upper East Side und ein malerisches Cottage auf dem Land in Neuseeland. Vielleicht willst du aber auch nur die besten Personal Trainer und Ernährungsberater der Welt engagieren, um dich in die beste Form deines Lebens zu bringen, während du Gourmetgerichte genießt, die genau auf deinen Geschmack zugeschnitten sind. Oder vielleicht entschließt man sich, einen Weinberg in der Toskana zu kaufen und die Tage damit zu verbringen, Weine zu verkosten und die italienische Sonne zu genießen. Oder du finanzierst den Bau einer Schule in einem abgelegenen Land. Wir alle haben unterschiedliche Sehnsüchte und Ziele im Leben. Am Ende des Tages nenne ich es, finanzielle und zeitliche Freiheit zu haben. Und heute ist es so, dass weniger als 1% der Weltbevölkerung es geschafft hat, diese drei Arten von Freiheit zu erreichen. Und wenn du selbst zu diesen 1% gehören willst, musst du dich fragen, wie du wirklich frei werden kannst. Wird das, was du heute tust, dich dazu führen, wirklich frei zu werden? Wenn nicht, warum machst du es dann? Vielleicht ist es etwas Vorübergehendes. Vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, die du derzeit hast. Und das ist völlig in Ordnung. Hör zu, wenn du dich noch nicht auf einem Weg befindest, der dich in die wahre Freiheit führt, ist das nicht deine Schuld?
Denn du weißt bereits, dass die Konditionierungsfabrik dich darauf vorbereitet. Das Problem ist, wenn du diese Fragen nicht stellst, wenn du nie erkennst, warum du überhaupt tust, was du tust, und wenn du diese drei Arten von Freiheit anstrebst, dann musst du dich fragen, welche Dinge du lernen musst, um diese Freiheit zu erreichen. Der Grund, warum die alten Griechen begannen, Wissenschaft, Philosophie und Mathematik zu studieren, war nicht, weil sie Mathematiker oder Philosophen werden wollten, sondern weil sie diese Dinge als notwendige Eigenschaften ansahen, die einen zu einem kritischen Denker machen und folglich dazu führen, dass man wahre Freiheit anstrebt und erreicht. Die Erlangung wahrer Freiheit war seit der griechischen Antike immer das oberste Ziel der Bildung. Nun, von dem Moment an, in dem das System dir vorschreibt, was du zu lernen hast, wird diese Freiheit beschnitten. Die erste Idee eines Schullehrplans wurde im Mittelalter entwickelt. Er basierte auf einem Gesetz, den gleichen Prinzipien wie im antiken Griechenland. Sie nannten es freie Künste. Der Lehrplan, der damals entwickelt wurde, wurde an den westlichen Universitäten gelehrt, die die Zivilisation ein ganzes Jahrtausend lang bis zur Renaissance entwickelten. Und das Ziel war ziemlich einfach, den Menschen eine Gruppe von Fächern beizubringen, die es ihnen ermöglichen, geistige und intellektuelle Freiheit zu erlangen. Und diese Freiheiten wurden in drei niedere und vier höhere Disziplinen unterteilt. Die niederen Fächer, auch Trivium genannt, waren Grammatik, um die Welt, in der wir leben, zu entschlüsseln und durch Worte zu kommunizieren. Dialektik, verschiedene Wahrnehmungen vergleichen und auf der Suche nach der Wahrheit weiterentwickeln. Rhetorik, um unsere Beobachtungen und Schlussfolgerungen überzeugend auszudrücken. Und die höheren Fächer, auch bekannt als Quadrivium. Und diese waren Arithmetik zur Quantifizierung der Welt, Geometrie zur räumlichen Strukturierung von Mengen, Musik zur zeitlichen Einordnung von Zahlen sowie Astronomie zum Verständnis des Sternenhimmels. Durch diesen ausgewogenen Lehrplan sollte individuelle Entfaltung gefördert und der Drang nach geistig-intellektueller Autonomie geweckt werden. Wenn ihr also frei werden wollt, was braucht ihr dann? Ihr müsst einem Lehrplan folgen, aber natürlich nicht demselben Lehrplan, dem man damals gefolgt ist. Denn die Zeiten haben sich sehr verändert und damit auch die Mittel, mit denen man Freiheit erreicht. Aber man muss einem Lehrplan folgen, der auf denselben Grundsätzen beruht. Und ich weiß, was Sie jetzt sagen werden. Oh, aber man kann doch nicht einfach einem Lehrplan folgen und frei werden. Und das stimmt auch. Der Lehrplan selbst wird dich nicht frei machen, aber er wird dir all das Wissen vermitteln, das du über dich selbst und die Welt, in der du lebst, haben musst, damit du in der Lage bist, nach Freiheit zu streben. Und jetzt kommt's. Wenn du denkst, dass es so etwas wie einen Lehrplan, dem du folgen wirst, und der dich freimachen wird, nicht gibt, dann denke einmal darüber nach. In den 1700er Jahren haben die Preußen einen Lehrplan erstellt. Sie waren in der Lage, zunächst ganze Generationen zu indoktrinieren, damit sie gehorchen, sich fügen und glauben, was ihnen gesagt wurde, ohne es jemals zu hinterfragen. Dann benutzten sie denselben Lehrplan, um eine Legion gehorsamer, willenloser Fabrikarbeiter zu schaffen, die in Rockefellers Ölindustrie arbeiten sollten. Dann benutzten sie denselben Lehrplan, um Millionen von Menschen dazu zu bringen, sich fröhlich mit Hunderttausenden von Dollar zu verschulden, nur um ein nutzloses Stück Papier zu bekommen, das ihnen nicht einmal irgendeine Art von Arbeit oder Einkommen garantiert. Auf diese Weise sind sie im Krieg gegen die Wahrheit weitergekommen. Denk mal darüber nach, was glaubst du, was schwieriger zu erreichen ist? Den freien Willen ganzer Generationen auf der ganzen Welt vollständig zu beseitigen, Legionen von willenlosen, gehorsamen Fabrikarbeitern zu schaffen und sie dazu zu bringen, Hunderttausende von Dollar für das Privileg zu zahlen, dies zu tun, oder jemanden dazu zu bringen, 10.000 Dollar im Monat zu verdienen. Die Wahrheit ist, dass du, solange du den richtigen Lehrplan befolgst, alles erreichen kannst, was du willst, egal ob es in deinem Interesse ist oder im Interesse eines anderen. Und das ist das vierte Prinzip des Außenseiters. Finde heraus, welcher Lehrplan dich befreien wird. Finde genau heraus, was du können musst, wie du denken musst
und was du tun musst, um frei zu sein. Analysiere die Welt um dich herum. Schau dir die erfolgreichen Menschen unserer Zeit an. Wie haben sie es geschafft? Interessanterweise stammt das fünfte und letzte Prinzip des Außenseiters nicht von den alten Griechen, sondern von ihren größten Rivalen, den Spartanern. Etwa zur gleichen Zeit, als all dies im antiken Griechenland geschah, erfand ein Mann namens Lykurgus von Sparta das spartanische Bildungs- und Ausbildungssystem neu. Er nannte es die Agoge. Dieses System trug maßgeblich dazu bei, dass Sparta über 150 Jahre lang unbesiegt war. Grundlage der Agoge war die Erkenntnis, dass gesunde, disziplinierte und leistungsfähige Bürger der Schlüssel für eine erfolgreiche Gesellschaft sind. Jungen wurde ein Mentor zur Seite gestellt, der für ihre physische und charakterliche Entwicklung verantwortlich war. Die Mentoren sorgten dafür, dass die Spartaner loyal, einfallsreich und diszipliniert heranwuchsen. Sie vermittelten vor allem Ausdauer und körperliche Stärke. Die Spartaner waren sich bewusst, dass es nur einen Weg gab, um ihre Bürger zu den erfolgreichsten und schlagkräftigsten Individuen heranzubilden, indem sie talentierte Mentoren mit der Aufgabe betrauten, die nachfolgende Generation durch ihre Führung auf den rechten Pfad zu lenken. Aus diesem Grund wurde die Rolle des offenen Don Imus als unglaublich wichtig für die Spartaner angesehen, denn schließlich waren sie für die Erziehung der nächsten Generation von Spartanern verantwortlich. Aus diesem Grund stand dieses AMT nur denjenigen offen, die für die höchsten Ämter wählbar waren. Sie würden nämlich nicht irgendjemanden als Mentor für die nächste Generation auswählen. Sie wählten nur die begabtesten Spartaner für diese Aufgabe aus, denn sie wussten, dass nur exzellente Lehrer auch exzellente Schüler formen. Wenn sie also irgendeinen mittelmäßigen Bürger als Mentor für ihre nächste Generation auswählen würden, was würde in diesem Fall aus ihrer nächsten Generation werden? Eine Generation von mittelmäßigen Spartanern. Sie haben verstanden, dass der Erfolg, den ein Einzelner erreicht, direkt damit zusammenhängt, wie erfolgreich die Menschen sind, die ihn fördern. Als Außenseiter, der sich selbst weiterentwickelt, verstehst du dieses Prinzip bereits. Aber das ist nicht der Grund, warum ich die Spartaner hier erwähnt habe. Das System, das Sparta schuf, hatte nämlich noch ein anderes sehr interessantes Konzept. Das Konzept des Ausdauerns durch große Entbehrungen. In der zweiten Stufe des Agoge-Systems ging es darum, die Schüler zu Menschen zu machen, die Härte ertragen können. Sie gaben den Schülern nur einen Mantel für das ganze Jahr und ließen sie barfuß gehen, um ihre Füße zu stärken. Sie glaubten nämlich, dass sie schneller laufen und höher springen könnten als jeder andere mit Schuhen, wenn ihre Füße richtig trainiert wären. Außerdem wurde ihnen beigebracht, nicht mit Waffen zu kämpfen und in aller Stille zu marschieren. Und die Mentoren sorgten dafür, dass sie auch immer einen gewissen Hunger hatten. Und warum? Um sie in einen ständigen Zustand des Unbehagens zu versetzen. Denn Unbehagen erzeugt Disziplin und Disziplin führt zu Größe. Es ging darum, ein starkes und diszipliniertes Individuum zu sein, das den Versuchungen des Lebens widerstehen kann und ein Leben der späten Befriedigung statt der sofortigen Befriedigung lebt, das eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit hat, erfolgreich zu werden. Die Geschichte hat dies nicht nur bei den Spartanern bewiesen, sondern auch bei so vielen anderen Kulturen und Gesellschaften, die nach demselben Prinzip funktionierten. Und deshalb ist dies das fünfte Prinzip des Außenseiters. Suche nach intensiver Härte, um Disziplin und Selbstbeherrschung zu schmieden. Denn nur durch intensive Härte wirst du in der Lage sein, die beste und erfolgreichste Version deiner selbst zu schaffen. Das Agoge-System war speziell auf junge Erwachsene zugeschnitten. Und warum? Weil sie die jungen Erwachsenen von Sparta als das größte Kapital der Stadt ansahen und sie waren es, die Sparta über 150 Jahre ohne Niederlage führten.
Und ich weiß, dass du höchstwahrscheinlich selbst ein junger Erwachsener bist. Deshalb solltest du wirklich verstehen, dass dies deine besten Jahre sind. Die Jahre, die dich entweder erfolgreich machen oder dich für den Rest deines Lebens in die Mittelmäßigkeit treiben werden. Mach also bitte das Beste aus ihnen, denn deine Zeit ist begrenzt. Und das alles bringt uns zurück zum heutigen Tag. Und es stellt sich die Frage, ob diese Grundsätze nicht veraltet sind. Die Antwort ist, dass sie heute aktueller denn je sind. Es sind nicht nur zeitlose Grundsätze. Es sind die Grundsätze, die in der heutigen Welt am meisten gebraucht werden. Und diejenigen, die sie in ihrem Leben anwenden, werden den gleichen Erfolg haben wie die Außenseiter, die sie damals angewandt haben. Aber du hast nicht mehr viel Zeit, um sie anzuwenden. Dies könnte sogar deine letzte Chance sein. Und wenn das sehr intensiv oder überdramatisch klingt, dann will ich dir sagen, warum. Wir sind nur noch einen Schritt davon entfernt, dass der Krieg gegen die Wahrheit seine endgültige Form annimmt. Versteht es nicht falsch. Unsere Seite ist am Verlieren und wir sind nur wenige. Das Schachspiel entfernt sich vom schlimmstmöglichen Ergebnis, nämlich der Konditionierung der Stufe 4. Du wirst dich daran erinnern, dass die Konditionierungsfabrik die ganze Zeit auf Stufe 4 der Konditionierung hingearbeitet hat. Stufe 4 der Konditionierung ist, wenn sie die vollständige Kontrolle über die Wahrheit haben und du aller Freiheit und aller Wahlmöglichkeiten beraubt bist. Und dann ist es egal, ob du herausfindest, was deine Wahrheit ist, denn sie werden die Wahrheit vollständig kontrollieren. Nun könnte man meinen, dass diese Dystopie ein Produkt der Science Fiction ist, dass so etwas im wirklichen Leben nie passieren würde. Doch bei näherem Hinsehen zeigt es sich sehr wohl, dass eine Regierung die Kontrolle über die Wahrheit erlangen kann. Es ist schon viele Male in der Geschichte geschehen. Und es wird bald wieder geschehen. Denk nur einmal darüber nach, wie jeder Diktator sein Land regiert. Es ist die vierte Stufe der Konditionierung. Und bald könnte diese Dystopie auch im Westen Realität werden. Das kommunistische China und diese anderen Regime basierten nicht nur auf dem Marxismus. Sie waren auch autoritäre Staaten. Und der erste Schritt zum Autoritarismus ist die Einschränkung der freien Meinungsäußerung. Und genau das erleben wir heute. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Cato-Instituts geben über 60% der Menschen an, dass sie aufgrund des derzeitigen politischen Klimas Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Sieht das für dich nach freier Meinungsäußerung aus? Die neue Philosophie, die unsere Gesellschaft überschwemmt, hat ihre Wurzeln tief in der marxistischen Ideologie verankert. Es ist die neue Welle des Wokeism, die man überall sieht. Und genau das hat uns hierher geführt. Denn in dem Bemühen, eine Kultur der Integration zu schaffen, haben sie eine Kultur der Intoleranz geschaffen. Das, was all diese Gruppen im Kampf gegen die Gedankenvielfalt einsetzen, wurde durch den Ausschluss von Ideen ersetzt. Und die Redefreiheit wurde völlig ausgehöhlt. Und wenn man sich nicht anpasst, wenn man nicht das Richtige denkt, bekommt man das zu spüren oder man wird gefeuert. Und das ist das Wesen der Cancel Culture. Es ist eine Welt, die auf Angst basiert, nicht anders als im kommunistischen China. Angst ist der Kontrollmechanismus und er wird von der Wall Street, den Universitäten und den sektenartigen Anhängern dieser Ideologien durchgesetzt. Denn wenn man sich nicht anpasst, wird man geächtet. Und wenn man diese Grenze einmal überschritten hat, gibt es kein Zurück mehr. Langer Rede, kurzer Sinn. Es mag wie ein weit hergeholtes Beispiel aussehen. Aber du solltest wissen, dass wir heute, wenn du in einem Land wie den USA, Kanada, Australien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen amerikanischen oder europäischen Land lebst, in der Tat nur noch eine Konditionierungsstufe von einem Land wie China entfernt sind. Wir befinden uns bereits in der dritten Stufe und machen einen Sprung zur vierten Stufe der Konditionierung. Und es gibt nur eine Sache, die das verhindern kann. Die Wahrheit. Bildung basierte ursprünglich auf der Wahrheitsfindung. Aristoteles, Platon, Marcus Aurelius,
Sie alle lebten in einem System, in dem die Suche nach der Wahrheit und damit die Freiheit das oberste Ziel war. Das Problem ist, dass es irgendwann auf dem Weg dorthin eine Verschiebung der Machtverhältnisse und derjenigen, die an die Macht kamen, gab. Sie kümmerten sich nicht mehr um die Interessen ihres Volkes, sondern stellten ihre eigenen Interessen in den Vordergrund. Es war ihnen egal, ob das bedeutete, die Prinzipien zu zerstören, die Bürger hervorbringen, die Gesellschaft voranbringen. Denn das war nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war einfach, ihre Macht und Kontrolle auszubauen und zu erhalten. Und sie erkannten etwas Entscheidendes. Die größte Gefahr für ihre Macht bestand darin, dass die Bevölkerung die Wahrheit erfährt. Denn wenn die Bevölkerung in der Lage wäre, selbst zu denken, und herauszufinden, was die Wahrheit ist, dann könnten sie nicht mehr lügen und die Menschen manipulieren. Und so wollen sie uns den Zustand der vierten Stufe aufzwingen, in dem man nicht einmal mehr in der Lage sein wird, seine eigene Wahrheit zu kontrollieren, weil man keine Wahl mehr haben wird. Wenn es uns andererseits gelingt, die Kontrolle über die Wahrheit zurückzuerlangen und sie so vielen Menschen wie möglich zu vermitteln, werden wir die große Rettung erleben. Bei der die Prinzipien, die einst die größten Köpfe hervorgebracht haben, die je auf diese Welt getreten sind, wieder zum Leben erweckt werden. Und damit werden wir zu den Ursprüngen der Bildung zurückkehren. Bildung vom Volk für das Volk, mit den eigenen Interessen im Sinn und nicht den versteckten Interessen der Regierung. Und es hängt alles von uns ab. Sie kämpften damals denselben Krieg und folgten dem Buch, wie man ihn gewinnt. Und so müssen wir es jetzt auch tun. Wir haben die Prinzipien, die von den größten Außenseitern, die vor uns gekommen sind, aufgestellt wurden. Jetzt sind wir an der Reihe, selbst zu Außenseitern zu werden, indem wir dieselben 5 Grundsätze übernehmen und sie in unser eigenes Leben integrieren.